Hawaid und Faria Kasi aus South Carolina sind vor 20 Jahren in die USA eingewandert. Ihre Töchter sind hier geboren. Jetzt sind sie in der US-Hauptstadt, wollen zeigen, was sie von der Nulltoleranzpolitik des Präsidenten halten. Das, was an der Grenze passiert, ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch unamerikanisch. Also wollen wir aufmerksam machen auf das, was Amerikas Gründerväter im Sinn hatten. Sie sprachen von Leben, Freiheit und der Chance auf Glück für alle. Nicht nur in Washington, D.C., auch in Atlanta oder New York landesweit Proteste gegen die Migrationspolitik der US-Behörden. Die behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten als Gesetzesbrecher, nehmen sie in Haft und trennten sie in Folge von ihren Kindern. Diese Praxis beendete Präsident Trump zwar auf öffentlichen Druck hin, doch noch immer warten rund 2000 Kinder in Auffanglagern darauf, ihre Eltern wiederzusehen. Ich war 9 Monate von meinem Kind getrennt. Sie sagten, es könnte zur Adoption freigegeben werden. Sie sagten, ich würde es vielleicht nicht mehr wiedersehen. Familien zu trennen ist nicht richtig. Und wir werden kämpfen, bis alle Kinder wieder bei ihren Eltern sind. Das ist ein Versprechen. Das Auseinanderreißen von Migrantenfamilien ist vorerst gestoppt. Die US-Behörden halten Familien nun gemeinsam fest. Wie lange sie das dürfen, darüber wird rechtlich gestritten. Gegen eine Reform der Migrationsgesetze hat Familie Kasi grundsätzlich nichts. Die Methode Trump aber habe die Grenze zur Unmenschlichkeit überschritten.